Und schon wieder zurück bei Mass Effect Andromeda auf der Nexus. Und wir hatten ja letzte Folge jemanden verfolgt, die offensichtlich eine Krankheit hier verbreiten könnte und die schon in das zweite Stadium übergegangen ist. Und mein Gedanke, sie direkt zu verfolgen, ist ad hoc verflogen, als ich mich daran erinnert habe, dass wir dann vermutlich wieder zweimal die Szenen beobachten müssen, wie wir starten und landen. Deswegen werde ich jetzt erst einmal nochmal zurückgehen hierhin in Richtung der Kommandozentrale, denn dort hat ja noch ein bisschen was auf uns gewartet, ne? Da hatten wir noch die eine oder andere mögliche Quest, die wir annehmen konnten und vermutlich auch eine oder zwei, ich bin mir nicht mehr sicher. Wir hatten ja E-Mails bekommen, dass wir uns mit Leuten treffen sollen. Wurde für seine Beteiligung an der Ermordung von Security Chief Hiram Reynolds verbannt. Das war HNS mit den aktuellsten Neuigkeiten. Dass diese Verbannung tatsächlich eine Nachricht wert ist, das ist schon, Es tut mir leid, Lana. Sie versuchen nur, unsere Moral zu stärken. Was tut dir daran leid? Warum tut es dir leid? Das verstehe ich jetzt gerade nicht ganz. Mit Direktor Ten sollten wir auf jeden Fall nochmal reden, ne? Das ist ja auch der, der hier offensichtlich für uns eine Aufgabe noch übrig hat. Hallo, Pathfinder. Es ist einfach nicht fair. Grüße. Oh. Wer sind Sie? Entschuldigen Sie, Pathfinder. Aber ich weiß nicht, an wen ich mich sonst wenden sollte. Mein bester Freund wird seit dem Aufstand vermisst. Erzählen Sie. Er war mit einer Frau zusammen, die ins Exil geschickt wurde. Sie war besessen von ihm und ich bin sicher, dass sie ihn entführt hat. Die Machthaber glauben das nicht und es ist ihnen auch egal. Sie sagen, dass er wahrscheinlich freiwillig gegangen ist. Die Liebe kann uns zu allem Möglichen bringen. Er hat sie nicht geliebt. Es war nur eine Affäre. Die Initiative hat ihn zum Verräter erklärt. Ich will nicht, dass ihm dieser Makel anhaftet. Ich will seinen Namen reinwaschen. Sanjeev Clement. Die Frau heißt Delaney Rose. Sie muss ihn nach Kadara verschleppt haben. Pathfinder, diese Namen passen zu einem Log, das wir gefunden haben. Clement wollte fliehen und Rose hat ihn getötet. Wir wissen bereits, was passiert ist. Tut mir leid, Ihr Freund hat es nicht geschafft. Ich wusste es. Armer Sanjeev. Es ist nur ein kleiner Trost, aber ich habe die entsprechenden Daten an Direktor Ten weitergeleitet. Sanjeevs Ruf wird wiederhergestellt. Das ist schön. Ich hatte bereits meinen Frieden mit dem Gedanken gemacht, ihn nie wiederzusehen. Ich bin Ihnen sehr dankbar. Kein Problem, wir haben Kadaria bereits komplett untersucht. Was ist eigentlich hier los? Warum ist hier... Will das mal... Ist das eine gute Idee, deine Pflanze da vorzustellen? Entschuldigung. Okay. Okay. Mit Sid auf den Nexus treffen, aber ich wollte trotzdem mal gucken, ob Ten vielleicht noch irgendwas Neues zu erzählen hat. Wer weiß, wer weiß. Die Angara haben von den Völkern der Milchstraße nichts zu befürchten. Aber haben sie uns denn etwas anzubieten? Ja, das Gespräch kennen wir schon. Wie ich sehe, haben ihre Wege sich mit denen von Sloane Kelly und den Exilanten gekreuzt. Ein tiefer Stachel in unserem Fleisch. Sie hatten ihre Chance. Es war richtig, sie aus der Nexus rauszuwerfen. Es war die einzige Lösung. Es ging um die Zukunft. Was für eine Zivilisation werden wir in Helios begründen? Eine, die in Anarchie abgleitet? Oder eine, in der Recht und Ordnung herrschen? Ich will Letzteres. Sloane Kelly und ihre Meuterer haben sich anders entschieden. Haben Sie noch weitere Anliegen? Nur aus Neugier. Was wissen Sie über die Unterstützer der Initiative? Nur das, was alle wissen. Jean Garson war die Gründerin und hatte die Vision. Unglücklicherweise starb sie während der Geißelkatastrophe auf der Nexus. Gibt es sonst noch jemanden? Ich wünschte, es wäre so. Eine Stimme, die das Gesindel zum Schweigen bringt. Dann würde Cash vielleicht zuhören. Aber nein, wir sind allein. Warum fragen Sie? Ich habe Informationen, die darauf hindeuten, dass Garson nicht die Einzige war. Was für Informationen? Das ist kompliziert. Aber es gab einen stillen Partner. Einen Wohltäter. Selbst wenn das wahr wäre... Wir sind jetzt schon 14 Monate hier und haben noch nichts in der Richtung gehört. Dieser Partner ist entweder ein Geist, verschollen,
oder tot. Nein, Gian Garson war unser Leuchtturm. Schon traurig, wenn jemand von so großer Bedeutung ganz alleine sterben muss. Oh. Überall herrschte Chaos. Als man sie fand, war sie bereits tot. Ihren Verletzungen erlegen. Moment mal. Wurde der Fall untersucht? Ich war zu dem Zeitpunkt noch in der Stase. Aber die Geißelkatastrophe brachte so viel Zerstörung. Der Tod war überall. Falls Sie andeuten wollen, dass etwas anderes passiert ist, Ryder, würde ich es begrüßen, wenn Sie es nicht täten. Wir brauchen nicht noch mehr Verwirrung und Unruhe. Danke für Ihre Zeit. Ryder, wenn Sie das weiterverfolgen wollen, könnte ein Zugriff auf die Sicherheitsunterlagen der Nexus mehr Informationen zutage fördern. Hey, Ryder. Hey. Heißt das, hey Ryder, du willst mit uns sprechen? Hey Ryder. Nein. Okay. Gut, Gian Garson ist also bei der Ankunft ja sofort gestorben, aber niemand weiß eigentlich so richtig, was passiert ist. Es war die Geißelkatastrophe. Aber, Bitte was? Die Wohltäterin, die sich da genähert hat, dem Vater von Ryder, müsste ja... Ja, die müsste ja dann auch wahrscheinlich mitgekommen sein. Was ist los? Warum flüstern Sie? Ich plane eine Überraschung für Stationsleiterin Cash. Sie beschwert sich ständig, dass unser Spirituosenangebot so harmlos ist. Kedera Port soll berühmt sein für seine bizarren Eigengebräue. Es heißt, sie würden ordentlich reinhauen. Es wäre schön, wenn Sie einige davon mitbringen könnten. Und zu niemandem ein Wort. Sie wissen schon, dass Kroganer ein besonders gutes Gehör haben, oder? Was? Scheiße! Ups. Hoffentlich finden Sie was. Und kein Wort zu niemandem. Bier. Wir besorgen die ganze Zeit spezielle Dinge, mit denen wir Sachen brauen können. Aber sie will Bier von Kedera. Die Nexus, wenn euch die Cat finden. Verteidigen wir die Station. Das ist alles, was wir hier tun können. Sorg du einfach dafür, dass dem Pathfinder nichts passiert und die Cat beschäftigt sind. Und Pat... Huch, wir hatten also einen Erstkontakt, Der letzte Nennenswerte war, als ihr Volk auf dieses Portal gestoßen ist. Naja, solange sie Materialien für uns haben, mit denen wir die Nexus reparieren können, bin ich zufrieden. Das war vorerst alles, was ich wissen wollte. Viel Glück da draußen. Und jetzt das Gespräch, auf das ich mich am wenigsten freue. Ach Gott. Wie kann ein einzelner Mensch so unfassbar unsympathisch sein? Hallo, Addison. Hallo, Pathfinder. Gott sei Dank. Direktor Addison. Auf Wiedersehen, Pathfinder. Puh, das beruhigt mich sehr. Auf Sid freue ich mich. Sid ist cool. Ich würde Sid gerne mitnehmen, ein paar Abenteuer erleben lassen. Auch wenn Vetra da mit Sicherheit Einwände hat. Können wir uns unterhalten, Ryder? Klar. Gut, dass Sie hier sind, Ryder. Ich habe etwas entdeckt, während ich für die Nexus die Kommunikation überwacht habe. Es gab mehrere Angriffe irgendwelcher Leute, die drei Säbel genannt werden. Sie greifen Außenposten und Versorgungsschiffe an. Das wirklich Beunruhigende ist aber, dass sie offenbar über unsere Operationen Bescheid wissen. Als würde sie jemand mit Informationen versorgen. Soll das heißen, sie haben einen Insider? Vielleicht. Und das wäre ziemlich übel, oder? Ich habe es gemeldet und sie sagen auch, sie würden dem nachgehen. Doch dann vergessen sie es wieder. Aber Sie sind der Pathfinder. Wenn jemand die Nexus verrät, müssen Sie etwas dagegen unternehmen. Du hast recht. Wenn diese Leute wirklich von unseren Operationen wissen, wäre das ein ernstes Problem. Ich sollte dem nachgehen. Danke. Ich wusste, auf Sie ist Verlass. Sie sind echt der beste Pathfinder aller Zeiten. Ich weiß nicht, wo Sie sich verstecken, aber ich habe die Nachpunkte Ihrer letzten Überfälle. Vielleicht können Sie ja mit den Scannern der Tempest rausfinden, wohin Sie sich danach zurückgezogen haben. Der beste Pathfinder aller Zeiten, habt das gehört? So. Gut, der erste Pathfinder hat nicht lange gelebt und die anderen sind verschollen, aber ich bin der Beste.
Schön. Okay, wonach suchen wir, Sam? Alle Informationen, die etwas mit Gian Grassens Tod zu tun haben. Garson-Ermittlung geschlossen. Akte 1A98 Ergänzung. Aktualisierung zur Vermisstenmeldung zu Gian Garson. Die Wartungscrew fand ihre Leiche in einem der Apartments auf der Nexus. Sie wies schwere Verbrennungen auf, ähnlich wie die Leichen anderer Personen, die während des Geißel-Desasters getötet wurden. Es ist unklar, wie die Leiche dorthin gelangt ist. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass Garson durch das Geißel-Ereignis verwirrt und desorientiert war. Die Ereignisse passen zum zeitlichen Ablauf. Todesursache: Opfer des Geißel-Desasters. Status: Fall geschlossen. Vermisstenmeldung: Jay Garson. Akte 1A98. Die Gründerin der Andromeda-Initiative Gian Garson wurde als vermisst gemeldet. Sie wurde zuletzt während der Notfall-Stase-Aufhebung gesehen, die nach der Geißelbegegnung durchgeführt wurde. Es wurde eine Suchmeldung herausgegeben. Irgendwas ist doch hier falsch. Die einzige echte Tatsache ist, dass ihre Leiche in einem der Apartments gefunden wurde. Dann ist die Verbindung ihres Todes mit der Katastrophe durch die Geißel reine Spekulation. Ja, sie wollten die Sache unter den Teppich kehren. Wir sollten uns mal dieses Apartment ansehen. Mithilfe der Umgebungsdaten können wir den Hergang rekonstruieren. Das sollten wir. Wir sollten uns dieses Apartment ansehen. Leben im Grenzgebiet, die Seuche. Das müsste dann Nexus auf... ja, hier ist doch Nexus. Apex... Wo ist denn dieses Apartment? Wie komme ich zu diesem Apartment? Vielleicht haben wir jetzt einen neuen Ort, an dem wir reisen können. Andockring. Die Hyperion war es. Hyperion war es ja nicht. Okay, vielleicht in der Andockbucht. Da waren ja einige Apartments, ne? Die der Initiative konnten sich bislang nicht auf einen einheitlichen Lehrplan für alle Kinder einigen. Insbesondere die Asari beharren auf ihren Forderungen. Das war HNS mit den aktuellsten Neuigkeiten. Ich bin jetzt neugierig. Muss da jetzt mal rauf. Hier hinten. Ja, da wird uns auch was angezeigt. Sehr schön. Okay. Memo an unseren Freund aus der Bar. Wir haben die bestmöglichen Voraussetzungen für Prodromos geschaffen, aber wir können nicht alles vorhersehen. Wir tun einfach nur unser Bestes. Manchmal redet sie mit Leuten, die nicht da sind. Hier wurde Jim Garsons Leiche gefunden. Wonach suchen wir? Wenn Sie den Raum scannen, ermöglichen uns die Umgebungsdaten vielleicht die Rekonstruktion des Hergangs. Diese Räume sind alle so schlicht eingerichtet. Ich meine, ich kann das verstehen, aber nach 14 Monaten hier sollte das Quartier doch mittlerweile wieder weitervergeben sein, oder? Da! Das war kein Unfall. Sie wurde ermordet. Die Tat hat sich vor mehr als einem Jahr ereignet. Der Mörder ist wahrscheinlich längst über alle Berge. Ja, aber Moment mal. Dieser ganze Bereich war damals abgeriegelt. Er wurde erst nach der Ankunft der Hyperion geöffnet. Was wollte Garson überhaupt hier? Vielleicht wäre ein weiterer Scan des Raums angebracht. Eine Geheimtür. So, das war der obligatorische Mass Effect Nieser. Was haben wir denn hier? Nanu? Eine separate Toilette, ein separates Bett? Hier spricht Gian Garson. Ich habe nicht viel Zeit. Ich verstecke mich seit unserer Ankunft in den abgetrennten Bereichen der Nexus. Jemand will mich töten. Und jetzt höre ich sie unten in den Hydrokulturen. Sie kommen. Ich habe alles, was ich weiß, in meiner VI im Kulturzentrum gespeichert. Dieses Log enthält den Code. Und was auch passiert. Oh Gott. Sie sind vor der Tür. Wow, das ist echt heftige Scheiße. Ja, sehr beunruhigend.
Ich habe den Code für den VI-Kiosk, den sie erwähnt hat. Garrison Notizen, Eintrag 11-2819. 2179 einmal erwähnt, ein Sturm kommt. Sagte, Beweise sind eindeutig. Heißt, Andromeda, warum? Hyperion immer noch kein Kontakt. Wo ist Alec? Haben sie ihn auch erwischt? Ein Sturm kommt, die Reaper. Beweise sind eindeutig. Kulturzentrum der Nexus mit Garrisons VI-Display sprechen. Okay. Oh, warte mal. Halt. Hier hinten waren wir noch gar nicht. Was ist hier? Hier ist gar nichts. Okay. Ich muss mal kurz die Frage stellen. Wo ist denn das eigentliche Badezimmer hier? Ich meine, sie hat hier hinter der versteckten Wand hatte sie eine Toilette. Keine Dusche, aber eine Toilette. Aber wo ist denn das eigentliche Badezimmer dieses Apartments? Aus dem Weg, wichtige interne Ermittlung. Er ist natürlich jetzt problematisch, weil wir können mit der VI nur reden, während alle anderen anwesend sind. Willkommen zurück. Hallo Nachbar, ich bin Gian Garson, die Gründerin der Andromeda-Initiative. Ich dachte, Sie würden vielleicht gerne mehr über unsere Pläne erfahren. Sie haben Freude daran, mehr über die Vielfalt der Völker zu erfahren. Sam, können wir uns die Nachricht anhören, von der Garson gesprochen hat? Wird freigeschaltet. Ich leite sie auf ihren Privatkanal um. Seit Jahren hatte die Initiative einen stillen Partner. Die Wahrheit ist, mir ging das Geld aus. Dann tauchte ein Wohltäter auf. Ich stellte keine Fragen. Ich traf ihn nie persönlich. Das war ein Fehler. Ich habe alle belogen. Etwas Großes sorgte für Angst in der Milchstraße. Und jetzt werden 100.000 von uns nach Andromeda geschickt. Ich hoffe, es ist zu unserem Besten, aber ich habe meine Zweifel. Und ich glaube, dass ich jetzt aus dem Weg geräumt werden soll. Alec Ryder und ich hatten dafür ein Codewort. Fulcrum. Vielleicht hat er mehr herausgefunden. Was soll das heißen, etwas Großes in der Milchstraße? Vielleicht enthalten die blockierten Erinnerungen ihres Vaters die Antwort darauf. Er könnte mehr gewusst haben. Ja, ich werde sie wohl weiter freischalten müssen, um sicher zu gehen. Lass mich raten. Eventuell Reaper? Ist nur so eine Vermutung. Okay. Wir wissen also... Entschuldigung. Ich habe heute wieder ein bisschen mit Allergie zu kämpfen. Das ist wieder ganz furchtbar. Wir wissen also, dass es diesen geheimen Wohltäter gab, der sowohl Alec Ryder als offensichtlich ja auch Gian Garrison angesprochen hat. Ich kann nur vermuten, dass es sich dabei womöglich um Cerberus gehandelt hat. Denn die Initiative brauchte ja offensichtlich immense Finanzmittel. Und abseits der Allianz oder den anderen Völkern oder der Citadel war oder ist in dem, naja gut, in unserem Zeitrahmen hier war Cerberus die einzige Organisation, die in der Lage gewesen wäre, sowas aufzubringen mit dem Unbekannten. Es würde mich auch deshalb nicht wundern, weil der Unbekannte zu 1000% davon wusste, dass Gian Garrison diese Andromeda-Initiative in die Wege leitete. Und natürlich wahrscheinlich ein berechtigtes Interesse daran hatte, dafür zu sorgen, dass die Menschen auch dabei eine entscheidende Rolle spielen oder eventuell bei einer Neuausrichtung der galaktischen Zivilisation im Zweifel das Sagen haben. Naja gut, das sind alles nur Spekulationen. Alles nur Spekulationen. Wir sind auf der Suche nach einem Shuttle und versuchen eine Seuche aufzuhalten. Ich frage mich da und wow, wir sind ganz schön weit gekommen. Es wurde nach der Tikunis-Expedition benannt, die ersten Salarianer, die Citadel erreicht haben. Es muss schwer sein, diesem Namen gerecht zu werden.
Anomalie auf den Sensoren. Ja, die Anomalie ist dieser Planet hier, dessen Umlaufbahn, naja gut. Das wird wahrscheinlich das Shuttle sein, ne? Sam hat mir die Daten über das Shuttle gesendet. Ich habe unsere Scanner justiert, sodass wir es verfolgen können. Geben Sie einfach den Befehl. Hoffentlich ist sie noch drin. Das ist die andere Frage. Ich sehe nämlich keine Geister hier. Die Strahlungsspur passt zu dem Shuttle, das wir verfolgen. Spuren des von Ruth Becker gestohlenen Nexus-Shuttles. Die Signatur stimmt mit den Werten überein, die aufgrund des Schadensberichts des Technikers zu erwarten waren. Ich zeichne die Daten auf, um die Verfolgung zu erleichtern. Okay, sie ist nicht mehr hier. Oder ist sie noch hier? Schicke Sonde aus. Erhalte Scan-Daten. Ein Komet. Na gut. Dann erkunden wir doch gleich mal das System, während wir hier unterwegs sind. Endlose Flüge durchs Nichts. Oh, guck mal. Tamokos Pfeil. Die Bahn dieses Kometen ist trotz der Geißel und anderer Gefahren unverändert geblieben. Er wird vermutlich selbst intensiven Bemühungen, seine Kernelemente abzubauen, widerstehen. Und deswegen bauen wir ein bisschen was von ihm ab. Er verliert aber ganz schön viel Material, das aus dem Nichts kommt. Na gut, fangen wir bei dem Planeten an. Ich frage mich die ganze Zeit, welche andere Organisation oder welche andere Person könnte es denn noch geben, die so viele Finanzmittel in der Hand hat, dass sie ein Projekt wie die Initiative unterstützen könnte. Aber dazu gab es bei Mass Effect 1, 2 und 3 keinerlei Hinweise. H523 war anscheinend früher ein Einzelgängerplanet, der von der Gravitation von Tekunis eingefangen und in einen ungewöhnlichen Orbit um den Stern gebracht wurde. Eine Langzeitstudie seiner Zusammensetzung würde vielleicht mehr über seine Ursprünge verraten. Das erklärt, warum er hier so komisch eingeordnet ist. Ich fürchte, alle Planeten hier in dem System sind doch eher Gesteinsplaneten oder aride Planeten, auf denen kein Leben möglich ist. Mosivs ist die äußerste der drei Geschwistern von Tekunis. Der Planet ist gebirgig und besteht aus Calcium, Oxid und Kalium. Ja, auch das hier sieht eher aus wie der Mond mit den ganzen Einschlagskratern. Bin mal so frei. So, Mosino. Mosino ist die größte der drei Geschwisterwelten des Tekunis-Systems. Der Planet hat eine heiße Oberfläche und eine extrem dünne Atmosphäre aus Methan und Argon. Auch hier keinerlei Leben möglich. Und Mosiba. Ich denke mal, das ist die letzte der drei Schwestern. Hier an der Sonne vorbeifliegen ist aber schon schön. Pfui. Anomalie geortet. Aha. Mosiba ist einer von drei Felsplaneten, die nach den Steinen des Lebens einer alten salarianischen Religion benannt sind. Und zwar der kleinste und heißeste davon. Und hier gibt es... Orte ein großes Mineralienvorkommen. Beryllium. 57 davon. Okay. Und ich glaube, dieser Planet wird in Kürze von seiner Sonne verschluckt. Vermutlich hat sich die Umlaufbahn im Laufe der Zeit ein bisschen verändert und er ist näher an die Sonne rangerückt.
Aber man sieht den Schweif, den er hinter sich herzieht. Ist das ein Gasriese? Was? Anomalie geortet. Die Atmosphäre dieses Gasriesen aus Wasserstoff und Helium hat sich über hunderte Millionen von Jahren durch den Einfluss der Sonne von Tekunis nahezu aufgelöst. Mit der Zeit könnte er zu einer terrestrischen Welt reduziert werden. Okay. Sonde gestartet. Satellit entdeckt. Ein wissenschaftlicher Überwachungssatellit. Er übermittelt keine Daten mehr und wurde anscheinend durch ein langsames Absinken in die Atmosphäre des Gasriesen beschädigt. Ich habe jetzt nicht die umfangreichsten astronomischen Kenntnisse, aber ein Gasriese in dieser Nähe zur Sonne? Für gewöhnlich bilden sich Gasriesen eher weiter draußen. Trotz der extremen Hitze und der dichten Atmosphäre mit hohem Methananteil könnte es auf Slova vor Jahrmillionen mikrobiologische Lebensformen gegeben haben. Und vielleicht ja auch heute noch irgendwo. Ich meine, wir haben ja nur einen oberflächlichen Scan des Planeten durchgeführt, aber wer weiß. Gut, in diesem System erwartet uns nichts weiter. Seuche. Eladen. Oh nein, sie ist bitte nicht. Oh Gott, nein. Oh no, ich habe eine Befürchtung. Ich habe die Befürchtung, sie ist irgendwo gelandet. Vorsicht, es heißt, hier gibt es überall Piraten. Man möchte meinen, dass ihnen irgendwann die Leute ausgehen, die sie bestehlen können. Naja, es kommen ja immer neue Leute hinterher. Ja, sag mir bitte, dass das das Shuttle ist und nicht nur eine Spur. Orte ein großes Mineralienvorkommen. Okay, es ist nicht das Shuttle. Ja, ist ein großes Asteroidenfeld rund um den Stern hier. Perfekt zum Abbau geeignet eigentlich. Dieser extrem dichte Asteroid besteht aus einem Metallkern aus einer unbekannten Legierung, der von einer kohlenstoffhaltigen Hülle umgeben ist. Höchstwahrscheinlich war er vor Jahrhunderten ein Bestandteil einer künstlichen Konstruktion, Relikttechnologie oder etwas völlig Neues. Oh, warte mal. Warte mal. Eine künstliche Konstruktion und dieser Asteroid war Teil davon. Und diese Konstruktion zieht sich rund um die Sonne dieses Systems. Und ist hier vielleicht mit einer sehr alten, komplett verfallenen... Oh nein, es ist wieder nur eine Spur. Komplett verfallenen Dyson-Sphäre zu tun. Es ist wieder nur eine Spur. Die Strahlung ist identisch. Okay, sie ist in diese Richtung. Signaturübereinstimmung mit dem von Roofbacker gestohlenen Nexus-Shuttle. Die Hüllenintegrität nimmt ab. Dann wird sie höchstwahrscheinlich... Nee, sie ist nicht auf Eladen gelandet. Okay. Eladen lassen wir uns für später, ne? Ich wollte ja erstmal PB helfen mit Zap. Dazu müssen wir ja eigentlich nochmal nach Eos. Und bevor wir auf einem neuen Planeten landen, würde ich sowieso erstmal gucken, dass wir alles andere wieder erledigen. Ne, ihr kennt das. Dubrakis, Oberfläche aus Nickel und Kobalt, widersteht der extremen Hitze des Planeten und sorgt für Stabilität. Es wurden Spuren von Element Zero gemessen. Sie lassen sich aber nur schwer genau orten. Sonde gestartet. Erhalte Scandaten. Diese enge Schlucht ist erstaunlich tief. Unten fließt ein mineralienreicher Magmafluss. Und an den Wänden zieht sich Alien-Technologie
möglicherweise alte Anlagen der Angara entlang. Das muss die Quelle des Element Zeros des Planeten sein. Ja, Element Zero lässt sich nur sehr schwer orten. Okay, warte, ich bewege mal kurz meine Maus 3 mm. Ah, ich hab's gefunden! Okay. Ich weiß, es ist, ich will nicht böse sein. Anomalie geortet. Durch die Strahlung der Sonne von Saubrey ist der Großteil von Grogorna ständig geschmolzen. Ozeane aus Magma vereiteln praktisch alle Erkundungsversuche. Naja gut, wir können ja aus dem Orbit heraus. Sonde unterwegs. Orte ein großes Mineralienvorkommen. Kupfer. Und dann haben wir hier ganz außen noch H315. Ich würde drauf tippen, ein Gasgigant. Nö, offensichtlich terrestrisch. Nee, oder? Oder? Nee. Die Tage auf H315 sind lang genug und die Atmosphäre ist dünn genug, dass die Temperatur nachts deutlich sinken kann. Beide Extremwerte sind als gefährlich zu betrachten. 815 Grad Oberflächentemperatur vermutlich in der Nacht, runtergehend bis weit unter Null. Wenn die Umlaufzeit 68 Jahre beträgt, das weiß man natürlich nicht, wie schnell der Planet sich dreht. Aber wenn er schon steht, die Tage sind lang. Gut, wir können uns Eladen zumindest mal aus dem Orbit heraus angucken. Das ist eine Möglichkeit, ja. Oh, mit 3 Monden in Reihe geschaltet. Oh ne, Eladen ist ein Mond. Okay, ich verstehe. Eladen besteht aus einer sengenden Landschaft ohne jede Feuchtigkeit und ist bedeckt von einer Vielzahl von Kratern. Dennoch ist die Welt bis zu einem gewissen Maß lebensfähig. Die junge kroganische Kolonie Neu-Tuchanka befindet sich hier, neben verlassenen Bergwerken sowie einzelnen verstreuten Außenposten und Lagern. Neu-Tuchanka. Werden wir besuchen, mit Sicherheit, aber halt nicht jetzt. Wir haben noch ein paar andere Dinge zu tun. Gerade gucken, was wir jetzt noch hier haben. Wir müssen der Seuche weiter folgen ins Anasa-System. Von da kommen wir doch. Wir sind doch... Bin ich jetzt doof? Die muss doch hier vorbeigekommen sein, um hier hinzukommen. Und dann ist sie wieder zurückgeflogen? Warum auch immer. Das erschließt sich mir nicht. Naja, wir finden das raus. Und wir haben noch ganz, ganz viele Systeme zu erkunden. Das wird auch ein Spaß. Und hier oben geht's weiter mit der Jagd auf den Archon. Aber das viel später vermutlich. In diesem Sinne würde ich sagen, erst einmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und ich sag einfach mal, bis gleich. Tschüss.